Na, schauen wir. Wo sind wir hier? Wiederverwertbarer Schrott. Okay. Hier war definitiv kein Frachter. Okay, okay. Hier ist nichts, okay. Hm. Dann wollen wir zum nächsten System springen. Na, mit der Maussteuerung hier ist aber auch jedes Mal ein bisschen schwierig. Genau. Wollen wir da hin warpen? Fünfmal warpen und dann klappt es vielleicht. Also beim letzten Mal tauchte das schon im Warp auf mit den Frachtern. Es war dann zufällig, als ich zu dem System gesprungen bin. Na? Haben wir was? Nee, schade. Sieht nicht danach aus. Aber ich bräuchte vielleicht mal Kupfer wieder. Wäre sehr schön. Ach, guck mal, Kupfer, radioaktiver Planet. Fliegen wir doch mal dahin. Drücken Sie länger die Taste. Tiot Alpha. Mhm. Na denn. Wenn dem so ist. Doch perfekt gereicht. Kann ich wenigstens einen Schluck trinken bei dem Hyperflug. Ich sehe doch schon Kupfer. Was ist das da? Okay. Sieht etwas komisch aus. Hallo. Landen, bitte. Strahlungsplanet kenne ich mich mit aus. Ich hoffe, das ist Kupfer. Nein, das ist Uran. Okay. Na gut, nehme ich auch mit. Ich muss mein Multitool auch noch ein bisschen upgraden, glaube ich. Noch ein bisschen zu schwach auf der Brust. Ja, ja, Strahlungsschutz. Wer braucht schon Strahlungsschutz? Aber die Lebenserhaltung muss ich auch noch mal aufladen. Könnte ein interessanter Uran-Basisplanet sein, ne? Noch 2, 3 Uran, okay. Wie viele habe ich denn jetzt? Nee, da bitte nicht da. Uran, wo bist du? Uran. Da. Gucken wir Uran mal nach da. Schleim musste ich auch noch mal wieder sammeln, würde ich sagen. Gucken wir mal. Wo wir Uran haben. Oh, ein Wissensstein. Technologie. Frachtabwurf. Uran. Technologie. Das wäre Uran wieder. Was? Grabeere. Gammagras. Also ein bisschen schade, dass mein Tool noch nicht so gut ist, dass ich noch nicht viel Geld kriege. Wo soll denn jetzt hier dann Kupfer sein?
Ach, diese Sucherei. Schlimm, schlimm. Dann müssen wir mal hier einen kleinen Spazierflug machen. Weil ohne Kupfer kann ich leider keine Antimaterie herstellen, vernünftig. Und ohne Antimaterie kein Warpflug. Sehr merkwürdig. Da mal so ein bisschen die Rückenlage, da sehe ich den Boden besser. Oder einfach mal im Weltraum ein bisschen. Das geht auch. Oh. Mann, ist das schwer zu steuern hier. Na komm. Wildschimmel. Schädlicher Planet. Okay. Aber der hätte vielleicht Kupfer. Allerdings auch Ammoniak und Salz als Ressourcen, okay? Na gut, schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja ein bisschen Kupfer. Wäre schön. Nacht auf dem Planeten, okay. Ich möchte ein besseres Raumschiff, aber ich kann mir keins leisten, ey. Wir landen mal. Aber nicht gerade bei so einer giftigen Pflanze. Ja, warum landet er nicht? Ach so. Nabend. Danke für deinen Lurk. Hätten wir denn jetzt mal hier ein bisschen Kupfer? Ammoniak, wer braucht das? Ich nicht. Na bitte, wer sagt's denn? Kupfer. Okay, Giftschutz. Saurer Regen. Das ist nicht so schön. Schauen wir doch mal. Das sieht nach viel Kupfer aus, würde ich sagen. Oh, der Stein hat was gebracht. Oder was auch immer das ist. Au ja. Da kann ich doch gleich mal Warpzellen ohne Ende herstellen. Hoffe ich. Hui. Das sieht gut aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Meine Güte, hui, da habe ich aber eine Quelle gefunden. Oh. Die schmeckt gut. Okay. Wie viel habe ich jetzt in der Tasche?
Falscher Titel? Eigentlich nicht. Oh. Danke, dass es das. Steht wirklich ein falscher Titel drin. Hoppala. So. Zack. Erfolgreich aktualisiert. Hoffe, das kommt dann auch gut an jetzt. Weiß ich nicht, ob er das jetzt macht. Ja, hat geklappt. Okay. Ist mir vorhin nicht aufgefallen. So, falsche Taste. Da ist Ammoniak. Auch Ammoniak. Hier ist die Kupferansammlung. Ey. Das ist mein Kupfer hier. Gefährliche Flora. Aha. Na, ich möchte euch doch nur scannen. So. Was seid ihr denn für Viecher? Eben. Deswegen vielen, vielen Dank. Was ist das? Fliegende Würmer? Okay. Was man nicht alles so sieht. So, ich wollte ja Kupfer umwandeln. Wie viel kriegen wir denn da raus? 221. Oh. Das mache ich doch. Wo ist mein Schiff? Irgendwo. Da hinten. Okay, wenn der Giftschutz abnimmt. Die Lebenserhaltung, die ist gefährlich. Nee, nicht wirklich. Den irgendwie, ja, keine Ahnung. Wie fliegende Regenwürmer aus. Passt aber zu Halloween so ein bisschen. Bis Concatera. Okay. So. Ach, bevorstehender Sturm. Wer braucht jetzt hier einen Sturm? Ja. Und vor allen Dingen so groß, den kann man nicht platt treten. Ja, der scheint nicht so schön zu sein, der. Huch. Der Planet. Was man nicht alles tut, um. Ah ja, das sieht gut aus. Vielleicht habe ich hier Kupfer. Um Treibstoff zu haben für die Frachtersuche. Nee, es ist Ammoniak. Wer hätte es gedacht? War hier nicht noch etwas? Na, gucke mal. Noch mal ein bisschen Kupfer. Ja, was denn? Schon wieder leer? Richtig. Sehe ich auch so, Feuerbraut. Hast du denn alles gut überstanden mit Corona? Ja, da ist das schön. Freut mich.
Mich hat's ganze 12 Tage weggeschossen. War nicht schön. Oh oh. Na komm. Noch die letzten Reste hier. Jetzt aber schnell zum Schiff. Oi, oi, oi. Schnell rein. Ach du Ärmster. Oh, tut mir echt leid, ey. Das ist natürlich doof, ne? Genau, Hyperantrieb. Nee, nicht wirklich, ne? Das ist immer ein bisschen blöd, das stimmt. Oh ja, das hat sich schon gelohnt. Nochmal eine Runde. So. Halt. Dann wollen wir doch mal Antimaterie herstellen. Kohlenstoff haben wir. Mal gucken, wie viel ich rauskriege. Ah, okay. Ja. Ist in der heutigen Zeit leider nicht anders. Das ist echt schade, ne? Wäre alles so schön, wenn das nicht so... Na super. Wenn das nicht solche Leute geben würde, die da immer quer schießen. Ich habe doch jetzt noch ein bisschen davon. Halt, da rein. Nee, ist egal. Egal, wo du arbeitest, immer das Gleiche. Zack, und schon haben wir nämlich ein bisschen Treibstoff für unsere Suche. Hyperantrieb aufladen. Na, was meinst du? Kriege ich eventuell heute einen Frachter? Vielleicht sogar S-Klasse? Ich bin ja mal gespannt. So. Immer. Und die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist ganz wichtig, ne? So. Freies Erkunden, bitte. Wo könnte man denn mal hin? Denke ich mir. Ist nur eine Frage der Zeit. Wie immer. Oh. Na komm. Prachter, komm. Warte. Nee, das ist natürlich klar. Das würde keinen Spaß machen. Wenn man das alles zu schnell und einfach kriegen würde. Huch. Den habe ich, glaube ich, noch nicht entdeckt. Genau. Paraffinium und Kobalt. Oh. Und aktiviert. Was? Aktiviertes Kupfer. Oh, schick. Ja, wenn ich schon mal hier bin, dann auch mal scannen, ne? Pilzschimmel, Kupfer, Ammoniak, Kobalt, okay.
Da ist die Anomalie. Raumstation. Also, wenn die Logik passt. Nicht wirklich, aber der hier sieht noch besser aus. Kupfer, Gold und Kobalt. Keine Wächter. Weißt du was? Da fliegen wir mal hin. Auf jeden Fall kein giftiger Planet. Und Gold? Und Kobalt? Warum nicht? Nee, so wie der gerade, der Planet. Mit seinem sauren Regen und den komischen Käfern. Aber wenn mich alles nicht, also mich nicht alles täuscht, müsste ich jetzt eigentlich nur noch einen Sprung machen. Und da müsste eigentlich wieder wie heißt er? So ein Frachter-Typus auftauchen. Genau, mein Schatz. Wer kennt es nicht? Kann mir keiner sagen, dass er die Filme und die Bücher vielleicht nicht gelesen hat. So. Jetzt zeige mir, wo mein Gold ist. Oder gibt es halt hier einen Stein? Okay. Die sehen ja komisch aus. Ich kann sie jedenfalls nicht kaputt machen. Ja, ja, nicht genügend Treibstoff. Schauen wir doch mal, was wir hier finden. Was ist das? Was? Ich finde die Filme zwar gut, aber mir gehen die zu lang. Also ich mag es zwar, wenn die Geschichten länger gehen, aber... Was? Mein Gott. Ich muss das mal anders platzieren bald. Manchmal nicht so... Ja, stimmt. Die Bücher sind natürlich um einiges besser. Ich kannte die Bücher schon noch bevor sie die Filme hatten. Das liegt sogar bei uns in der Familie, dass wir schon richtige Fans sind. Ah, da ist Gold. Oh, schön. Nett. Was haben wir hier? Gold, Gold, Gold. Alles, was glänzt, ist Gold. Hm. Also ich kann dir sagen... Die Bücher sind anstrengend zu lesen, ja, aber es lohnt sich. Solltest du mal irgendwann bei Gelegenheit machen. Das Einzige, was wirklich das richtig Schlimme ist, ich habe mir damals mal so eine Bücherreihe noch gekauft. Das war die Vorgeschichte. Also nicht der Hobbit, sondern tatsächlich hier dieses, wie nennt sich das? Silmarillion. Na, falsche Waffe. Hörst du auf, die falsche Waffe zu benutzen? Und in dem Silmarillion ist dann letzten Endes beschrieben, wie das Ganze entstanden ist. Oh, die Wasserstoff. Ja, also... Ich habe das Buch komplett durchgelesen und es behandelt den sogenannten Krieg der Ringe ganz am Ende, ganz kurz in, ja... in absoluter Kürze. Musst du dir ja vorstellen, das sind ja tausende von Jahren. Gibt es denn hier wirklich keinen... Ist das da hinten? Sind ja zigtausend Jahre an Geschichte, die die Elben haben. Ungebannt? Was?
unbekanntes Gebäude. Oh, okay. Ne, hier ist jetzt jedenfalls nichts zu finden. Wo ist mein Schiff? Und wenn du es ganz genau nimmst, eigentlich ewig. So, sollen wir mal den nächsten Sprung wagen? Ja, und das behandelt die Geschichte eben halt von der Erschaffung der Welt und den ganzen Zeitaltern, der Erschaffung der Silmaril und wie die Zwerge entstanden sind, die Menschen und irgendwann, ich glaube, die letzten 2, 3 Kapitel in dem Buch behandeln dann tatsächlich auch den Ringkrieg. Ansonsten hat das nichts damit zu tun. Auf ins nächste System. Just for fun. Frachter. Ich drück die Daumen. Frachter. Bitte, bitte. Und S-Klasse. Ah, ich drücke die Daumen. Die tun schon weh. Ne, sieht nicht danach aus, oder? Was ist das denn hier? Okay. Was sind das für Steinchen? Hm, Silber, okay. Na denn? Was hätten wir denn hier im Angebot? Hm, Solanium, okay. Okay. Hält auch nichts von Vorfahrt. Oh! Der sieht aber nicht schlecht aus. Ja, nee. Schlecht sieht er nicht aus. Aber eben halt nuklearer Planet. Igitt. Ups. Mitten im Asteroidenfeld hier. Wow. Schnell hier raus. Dann schauen wir mal. Den nächsten Sprung. Man, dass man auch immer hier umstellen muss, ist echt etwas blöde. So ungefähr. Jetzt komm schon, Frachter. Was für eine Treibstoffverschwendung hier. Ich möchte auch morgen, wenn der Van Cleef dabei ist, meinen Frachter vorführen. Ein neuer Meilenstein. Okay. 15 Mal geworbt. Ja, da müsste doch jetzt eigentlich hier eins auftauchen. Was? Konturierter Planet. Okay. Hat das nicht alles gibt? Nö, ist noch nicht viel. Pyrit, hohe Wächteraktivität. Ich wollte doch gerade sagen, hier ist doch noch ein Planet, der hier direkt vor der Nase liegt. Pilzschimmel, Kupfer. Dann dürfte da noch der letzte Planet sein zum Scannen. Mh, lecker. Kaktusfleisch. Nee, nee. Er hat ja auch gesagt, das kann ein bisschen dauern.
hoffe, ich habe noch genügend Treibstoff für, so, für diesen Unsinn hier. Komm, Maus. Dahin. Nicht so doll schimpfen. Nein. Man muss doch nicht immer schimpfen. Immer noch kein Frachterkampf. Obwohl, das sieht nach Frachtern aus da vorne, oder? Aber kein Kampf. Frachter, okay. Hm? Ja, da kann er ja nichts für. Wo ist denn hier die Landeanflug? Da ist der Landeanflug. Ah, ich bin mal gespannt, was das jetzt für ein Frachter hier ist. DSV-3, Hauptschiff, okay. Hallo, wo geht's hier rauf? Ich möchte mal mit euren Captain sprechen. Wo soll der sein? Da. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, den Frachter kaufen, ne? Ja, für 6 Millionen. C-Klasse. Nee. C-Klasse will ich nicht. Da bin ich wählerisch. Nö. Also weitersuchen. Ich geb das nicht auf. Nicht so schnell. Was? C mit... Was? Ich kann von hier aus scannen. Huch. Gefrorener Planet. Rostkristall, okay. Auch mal was Schönes. So was gibt's auch. Eben. Deswegen hatte ich ja vorhin nachgefragt beim Van Cleef, was da besser ist. Ich sehe doch da hinten noch einen Planeten. Na komm, scanne ihn. Auch so ein Mond. Okay. Und du? Du bist... Was bist du für ein Planet? Einer, der mir nicht sagen will, was er für einer ist. Naja, ein nuklearer Planet. Genau. Also nochmal weiter. Solange wie ich Treibstoff habe, kann ich das machen. Mal dahin. Dann warpen wir mal. Jo dann. Man sieht und hört sich.